Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Mit dabei sind wieder Kill Bill. Grüßen. Und mit dabei ist auch Mary. Hallo. Und wir starten durch. Oh yeah. Wir sind die Starter. Das ist der eine Charakter aus Super Monkey Ball. Ach, ich hab falschen Knopf gedrückt. Hoppala. Ich wollte hier die mit unserer Megatrommel rausholen. Mhm. Megatrommel! Hui! Ausi! Ist jetzt natürlich fraglich, wo wir hingehen. Naja, du hast ja den Masterplan, hab ich gehört. Ja. Ich würde sagen, hier gehen wir noch nicht hin, wir gehen mal da hin. Hier so. Hier. Wo muss man denn hier landen? Ja, da müssen wir auch hin, glaube ich, in den Mondscheinwald. Muss ich hier landen? Ne, da müssen wir dann hin, ne? Warum kann ich hier nicht landen? Kibbel, hast du dein Parkticket nicht bezahlt, dass wir nicht mehr landen dürfen? Doch, hab ich alles gemacht. Okay. Alles getan. So, Beastkönigreich. Waren wir nicht schon mal? Ja, wir waren schon überall mal. Ach so, ja, das war ja vor dem Dingsen. Ich glaube, wir kommen hier nicht rein. Müssen wir... Hier fehlt was. Hier war doch sonst immer, ja, das Tor ist schon zu. Bei dem anderen hier in dem Eiswald. Hier, erklärt ja, ja. Sicher, dass wir hier hin müssen? Ja, da war ein Punkt. Wir müssen östlich, nordöstlich oder so. Ach ja, stimmt, da gab es glaube ich noch dieses Schwertler. Jetzt können wir die Leute hier für voll verprügeln, ey, weil wir so stark sind. Weil wir jetzt overskilled sind. Oh ja. Definitiv. Guck mal hier, da, wie wir den kaputt gehauen haben, ey. Wie wir alle vorbeihauen. Sieg! Sack. Magischer Samen. Magiesamen. Kilbert wieder den magischen Samen. Ja, warte mal, du hast doch gesagt östlich, oder? Dann müssen wir doch hier rüber rein. Ja, da woanders können wir auch gar nicht lang. Nee, aber so, dann halten wir uns einmal östlich hier, oder? Alles klar. Klingt nach einem Plan. Ja, denke ich doch. Oh, what? Die Fledermaus hatte fast 400 Punkte an HP, ey. Voll krass. Das war eine starke Das ist voll die mega Fledermaus. Das war eine Fledermaus. Okay. Eine Bad. So, ich bin mal gespannt, ob wir hier irgendwo vernünftig hinfällt. Oh, guck mal, speichern. Ist das Grab? Ja, Karls Grab, nach wie vor. Immer auch schon mal da, das Grab. Ja, wir sind ja extra hier zum Speichern. Ey, war das jetzt ja echt so eine goldene Statue, ja? Ja. Ja. Die sieht so grau aus bei mir. Na, das ist ja wegen dem Nebel, ist alles okay. Ja, okay. Alles ja, okay. Weil du immer so viele Joints rauchst. Na, no, genau. Es ist jetzt hier alles vernebelt. Gespensterwolf. Das ist der Joint-Wald. Oh ja. Und das ist ein Joint-Adventure. Ein Joint-Venture. Ey, ist ja übelst viele Kisten, ne? Ja, boah. Irgendwie. Voll krass. Sternikraut. Juhu. So. Naja, aber insgesamt ist die Übersetzung schon ganz okay so, bis jetzt. Ja. Also gibt es wesentlich schlimmere Übersetzungen auf jeden Fall. Ja, so 5% Übersetzungen. Ja, zum Beispiel. Na, von denen wollen wir ja gar nicht reden. Die sind ja der allerschlimmsten, aber naja, wenn sie voll sind, habe ich schon schlimmere erlebt. Ja. Voll im Sinne von fertig, angeblich. Castlevania 1, Doch, Castlevania 1 für... Super Nintendo, für NES. Ja, genau. Der erste, ne, war es, der so schlimm war, oder? Ne, der zweite war es, Okay, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Castlevania für NES war. So. Ja, von der Seite, das war glaube ich der zweite, Castlevania 2. Ja, Castlevania 2 war es. Okay. Und der war vom Sephirotta, die Übersetzung, die war ja, ui. da hat er geschlafen, aber wirklich geschlafen. So, mal kurz über den Google-Übersetzer gehauen von nein, 96. Das wäre ja noch schön gewesen. So an sich vom Text her passt es. Bloß keine. Das wäre natürlich voll geil. So haust du rum einfach direkt in den Google-Übersetzer rein und fertig. Ja. Und kriegst dann am Ende einen Patch gleich. Ja, das wäre natürlich gut, aber. Nee, aber das war bei ihm anders. Der hat keinerlei Pointer beachtet oder irgend sowas. Der hat einfach drüber hinaus. Das war noch an seinen Anfangszeiten, wo Mega Man übersetzt hat und so. Ja, genau. Da hat er einfach drüber und weggeschrieben und so ein Spaß. Ich wollte eigentlich noch oben. Ja, mir ist das egal, aber. Ja, jetzt gehen wir nach oben. Ich wollte irgendwie, aber ich hatte das Bedürfnis, nach oben zu gehen. Dann ist aus der Textbox-Zeile quasi.
Guck. Ja. Schick das richtig. Da. Also uns den Weg. Aber ich glaube nicht, dass die was Neues haben. Ich glaube ich auch nicht. Das ist eine Lüge. Ja. Also wenn ihr es wirklich Neues habt, dann stimmt es ja von der Übersetzung. Wenn nicht, würde ich sagen, eine Lüge. Doch, das ist anders. Oh, ist wirklich neu. Ingra. Milchjurstdolch. Ja, jetzt kannst du wieder fett kaufen. Komm. Wir können uns nicht alles leisten. Ich würde sagen, Waffen kaufen wir uns mal. Immer die zweite. Das ist immer, so angeordnet. Muss mal gucken, welcher eins bei mir war es der erste. Der da. Der war besser, ne? Wie der. Ja. So, dann ist der jetzt wieder besser wie der andere. Verstehst du? Der Gluthandschuh und einfach, oder? Wir gucken uns das mal an. 99. Und die Steinklaue macht nur 97. Ja, also, okay. Ja. Stein gegen Glut, also das ist ja auch. So, pleite. Schmiedes Lanze. Sorry, Mary. Ja, Mary, du musst jetzt wieder voll Skill geben, das weißt du. Ja. Du musst jetzt ja voll Gas geben. Ach, wieder einen falschen Knopf. Nee, nicht. So. Ja, hoch und rechts und Equipping. Indra. Okay. Kebel, Diamantenfaust gegen Gluthandschuh, ja. Obwohl man die Diamantenfaust doch anzünden müsste, dann müsste die auch voll heiß werden und so. Hallo, hallo. Hallo? Kebel? Ich bin da. Aber Kebel ist irgendwie ab. Abhanden. Hä? So hattest du noch so viel Zeug zu verkaufen? Weil wir das, glaube ich, das letzte Mal verpeilt haben. Okay. So, dann kannst du jetzt erstmal den Krams verkaufen, falls du noch was übrig hast. Schau einfach mal nach. Die Melodie ist aber, glaube ich, aus Secret of Mana 1 auch übernommen. Die kommt mir fucking bekannt vor. Kirby? Ja? Du kannst deine Klamotten mal verkaufen gehen dann. Jo. Ich kaufe mir jetzt was. Oh, sie kauft sich selber was. Ja. Du hast mich gekauft, da kaufe ich es mir halt selber. Was ist das? Ein Midirslanze. Das könnte eine Ableitung aus irgendeinem wieder wahrscheinlich griechischen Gott sein. Jungfernblatt. Oh, das Jungfernblatt. Schau dich kaputt mit meinem Jungfernblatt. Oh yeah. Oh man. Auf Wiedersehen. So, ich leg gleich mal an. Jupp. Und dann? Du equipst. Dann können wir weiter, weil wir uns bestimmt die Rüstung eh nicht kaufen können. Ja, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich. Aber ja. Praktisch ist, dass wir gleich direkt speichern können, ja. So, ja, gut. Next please. Kilby. Ja. Mary kann dann auch nochmal verkaufen, wenn sie gerne möchte, aber erstmal ist Kilby. Du musst erstmal verkaufen, Kilby. Hä? Du musst verkaufen. Ja, mach ich doch. Das ist schön. Hast du jetzt auch... Ja. Umgetausch hast du, ne? Ja, ja. Diamantenfaust. Das klingt ja wenigstens noch cool. Chakraban klingt auch noch geil. Jo. Lashy's Weste, das ist ein bisschen Englisch. Das ist von Leisure Suit Larry die Weste. Ja, genau. Hab ich also gedacht. Das klingt noch ein bisschen Englisch, aber na gut. Dann machen wir erstmal weiter. Kraftarmschiene, okay. Die Kraftarmschiene. Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass die Kraftarmschiene ein bisschen aussieht wie so ein Tintenfisch? Ja. Ja, das ist einfach so eine Eisenschiene, die du rumgemacht hast. Das sah aus wie ein Tintenfisch. Nein. Ein Flintentisch. Ein Flintenfisch. Speichern. Ja. Ey, wir haben jetzt voll die Kohle, ey. Voll die Kohle, ey. Speichern. So, liebe Leute. Wir gehen jetzt hier... Verdammt. Komm, wir gucken. Wir gucken mal. Wer von uns stirbt immer am meisten? Verdammt. Ja, es war ein neuer Text. Pedan, also irgendwie verkauft da jemand was in Pedan und das ist, also ein Gegenstand, ein sehr seltenen, ist ein sehr seltsamer Ort. Also in Pedan, es liegt im Dschungel westlich von Buka. Also da sollte man mal vorbeikommen auf Deutsch. Mhm. Sollte Pedan irgendwann mal einen Besuch abstatten, bis dahin kauft doch etwas von mir. Also wir sollten auf jeden Fall noch von Pedan, weil da eine sehr seltene Gegenstand. Ich habe aber noch nie von Pedan gehört. Ich auch nicht. Das ist der legendäre Ort der unglaublichen Ausrüstung. Aber sie hat gesagt, westlich vom Dschungel. Okay. Boah, geile Rüstung. Doch, Rüstungen, ne? Könnten wir uns kaufen. Ey, guck mal an. Dunkle Kleidung. Rubinauge. Dunkle Kleidung, nur krasse Wurst. Was ist das? Schwarze Kapuze. Die nützt nix. Ein Punkt, ja, hallo. Nebeltarot. Ich würde nur die Rüstung kaufen. Ja, dunkle Kleidung ziehe ich mir an. Die Mondmaske, das rote will ich. Rote Kutte für Killbill wahrscheinlich. Ja. Ja, kriegt er auch. Und... Als Einhorn, was? Runenrüstung. Ein Einhornhelm.
cool. No, ich will ein Einhorn. Da ist doch gar kein Einhorn, der hat gar kein Horn. Ja, echt mal, das ist nur ein Einhelm. Ein Helm, aber kein Einhornhelm. Runenrüstung für, also ich, für der Mary. Kill. Nie im Leben ist es ein Einhornhelm, ey. Es ist ein Keinhornhelm. Genau. Er hat das K vergessen bei der Übersetzung. Oh. Ich denke so, ey. Dunkle Kleidung. Klingt ja total mächtig. Rote Kutte, das sieht, das sieht aus wie so ein Schlafanzug. Ein Rotz, Alter. Jud Muran, tauschen wir gegen Rune Rüstung. Für wen war denn das hier, das Einhorn-Dings da? Für Mary. Mary war... unser dritter Mitspieler. Nee, ich dritte Mitspielerin, meine ich. Mitspielerin. Sie spielt, wie hieß die kleine? Lisa? Nee. Na, die Runenjungfrau. Nee, so ähnlich. Na, Charlie, ne? Oder wie? Nee. Lise. Lise, jetzt haben wir es doch. Oh, Mensch. So, wollen wir weiter, oder what? Ja. Auf nach Norden. Dann gespeichert hast du gerade, gell? Ja. Ich bin nämlich clever. Ja, das manchmal. Ist gut. Ach komm, weißt ich geh einfach ohne euch. Ja, manchmal. Manchmal hier rüber. Die Tür geht auf, oh mein Gott. Guck dir mal da oben den Gesicht an. Hm. Den Gesicht? Der hat so... Ach ja, jetzt sind wir wieder hier am Mond, Dotter. Oh, jetzt gehen die Türen auf. Hilfe. Ja. Ach komm, wir gehen rein. Egal, wenn Kilbel nicht mitkämpfen kann, war Pech. Dann muss er halt sterben. Nein! So ist das nun mal im Krieg. Wir nicht schießen oder geschießt werden. Das ist hier die Frage. Oh mein Gott. Vampir und ein Kratzgoblin. Das sind Vampire? Die sehen eher aus wie irgendwelche komischen Unterwasserviecher so mit ihren Ohren. Die Kiemen sein könnten. Die kommen bestimmt aus dem Chiemsee. Ha, die Chiemsee-Vampire. Ah, der war jetzt alt. Der war ja schon, naja. Ja, aber Chiemsee-Vampire, hallo. Der ist voll ultra. Ey, Tatsache, ne? Na, sag ich doch. Voll geil. Nee, ich hab das jetzt mal abgecheckt hier, der Einhornhelm, ne? Hä? Der heißt also, Unicorn-Helm, oder was? Du wirst es kaum glauben, der heißt Unicorn-Helm, auch im Japanischen sogar. Und da heißt er Unicorno Helmetto. Ach nee, das war schon wieder Italiansko. Das, der wird anders. Nee, das heißt dann anders. Willst du es wirklich schon? Ja, aber drück erstmal auf den Knopf. Okay, warte, bitte. Drück auf den Knopf. Warte, drück den Knopf. Hör mal zu. Drück den Knopf. Hast du gehört? Naja, so ganz leise. Aber drück erstmal den Knopf, da hört man es vielleicht besser. Was ist mit dem Knopf, ja? Ja, du hast ja die Truhe aufgemacht. Ach so, den Scheiß. So, jetzt nichts machen, ne? Ja, pst. Und jetzt warte, ich klick raus. Nochmal. Jetzt, ja. Warte, wo ist denn das Mikro hier? Achso, hier. Unicorn-Helme. Nö. Warte, nochmal. Helme, nö. Unicorn-Helme. Das heißt es auf Japanisch. Ah, sehr nice. Und eigentlich? So, geh mal heilen. Ja, genau. Mach mal Heiler. Heile Segen, deine Mutti, die hat einen Degen. Nee, das war falsch genug. Yep. Du musst, eigentlich, ja. Eigentlich sagt die das, ne? Unicorn, hey, ne? Sagt die ja eigentlich schon, ne? So, und das auf Japanisch, ne? Was mal los? Das klingt ja schon so. Ja. Helmetü. Unicorn, hey, me. So, wem soll ich denn jetzt sagen? Mary. The Mary und Dicker. The Mary Big Boss Bang. Und ich selber auch, du hast 2 von 600, Mann. Weißt, bin ich so geil? Ja, du bist voll ultra. Ultra, scheiße. Nee, bist, aber der heißt Unicorn-Helm, aber jetzt mal überlegen, ne? Das heißt, na, vielleicht ist es ja aus der Haut eines Einhorns gestrickt. Ja, das könnte sein. Du kannst dir sogar noch einen verpassen. Noch einen Schuss. Verpass mir gleich mal. Verpass mir auch einen Schuss. Ja, aber wie willst du das anders übersetzen? Geht ja gar nicht. Einhornhelm ist eigentlich die sinnvollste Übersetzung der Schreibe. Ja. Na, oder? Sagenhelm. Sag ich so. Unicornhelm? Unicorn. Einhornhelm. So eigentlich. Ja, schon, aber deswegen. Unicornflakes. Also kann das Special das wieder streichen. Also Unicornhelm passt schon so. Ist schon okay. Ist okay. Fuck, wartet. Ich will mir noch das andere Ding angucken. Da ist jetzt bestimmt hier Heilding. Oder Vampiros! Vampire's Diaries! Vampiro Diaries! Vampirü. So, das ist ja immer so ein halbes Ü, das U. Nee, Vampir Diarö. Ah! Macht Sinn? Ja, total.
Ja, okay. Special? Du hast Pause gedrückt. Nee, ich hab nicht Pause gedrückt. Du hast ja den Vampir gehauen. War das ein Hänger jetzt, oder was? Ja, ja. Ja, es war ein Hänger. Das ist wie früher auf dem Schulhof so, ja, ey, lass dir mir einen Hänger, klar. Was ist ein Hänger? Hänger. Vampir-Diarrhoe. So, jetzt kannst du nochmal Heilkräuter, cool. Jetzt kannst du nochmal euch heilen. Nochmal? Ne, ihr habt hier voll eingesteckt. Du weißt doch, die Beastmenschen sind empfindlich gegen Vampire. Ja, irgendwie schon, ne? Aber wenn, dann nur mich heilen. Ja. Ja. Warte mal, ich muss hier mal, damit wir hier nicht die doppelte Stimme ständig haben, wieder neu stecken. Ja, stecken neu. Du hast schon neu gecheckt, weil ich es kann. Weil ich es kann. Oh man. Und ich hab's Loch also fortgefunden. Oh mein Gott, geil. Jetzt kommt's, das Richtige. Es kommt kein Schrei, also von der Seite her ging's. Also was geht denn hier ab mit den Vampiren, ey? Ich denke, wir sind ja im Biestkönigreich. Ja, aber hier ist Vampir. Ja, aber was haben denn hier Vampire mit... Ach so, ja, die halten ja Werwölfe als Haustier. Vampirbiss. Ui. Check, check. Nein, die kämpfen sich doch gegenseitig. Ja, aber jetzt kämpfen die ja gerade zusammen. Ja, ne? Hier unten die... Die haben sich verbündet. Ich meine, die sind voll dumm, voll der Arschvampir, ey. Hat er uns gerade angeblinzelt? Ja, und dann hat er sich aufgelöst. So, heile, heile, heile. Du musst hier viel heilen. Du willst doch bloß wieder haben. Oh ja. Scheiße, wen hab ich jetzt geheilt? Das werden wir gleich rausfinden. Ich denk wieder nur an sich, ey. Das war jetzt aber immer so übel schnell. Unglaublich schnell. Dankeschön. Nee, der Mari hat noch. Für mich braucht. Der Mari hat ja gar nicht zugehauen, deswegen. Die hat noch. Das ist ein Blutwolf und kein Werwolf, dann ist ja alles klar. Ja, dann wissen wir's jetzt, ja. Voll die Lappen auf Deutsch. Ja, echt mal. Sieg, so. Was haltet ihr wieder von der Idee, wenn wir alle auf einen Gegner erstmal gehen? Sehr gute Idee. Alles klar. Ja. Aber ihr kommt eh klar, der Boss. Klingt wie eine Strategie. Was, wenn jetzt hier gleich ein Boss kommt, dann müssen wir einen Cut machen. Wir sind schon bei 17 Minuten. Ja, nein, warte, hier kommt davor noch ein Speicherpunkt. Alles okay. Okay. Wenn du so, sagst, etwa, jetzt. Boss. Nee, warte mal, hier, komm mal hier runter. Pass auf, wir müssen jetzt irgendwo mal hier speichern. Ich weiß bloß nicht, welches, ob das war. Nee, lass mal anderen gehen. Lass mal den anderen also, gehen. Also ganz oben ist der Boss auf jeden Fall, das weiß also ich. Schon. Das heißt, wenn wir hier jeden Raum abklappern, dann haben wir hier Vampire, okay. Dann haben wir auf jeden Fall den Speicherpunkt gefunden. So viel zum Thema, wir gehen alle auf einen. Die Vampire ja, vergiften einen, ja? Echt? Ja. Schwuchtel. Etwa vergiften die. Ich meine, diese kleinen Elfen hier. Oh Mann, ey. Voll krass. Ich will den super anderen Move haben. Ja, dann musst du von dem Gegner weggehen. Glaube ich ja. Zumindest. Ja, muss ja. Weil sonst, damit der reilt, oh, jetzt muss ich im Roundhouse Kick machen, sonst komme ich gar nicht an den Gegner ran. Roundhouse Kick! Ja, wenn wir jetzt eh speichern und heilen, dann brauchst du das nicht machen. Ja, aber wenn wir jetzt wieder in so einen Raum kommen mit Vampir, dann kann er das immer noch machen. Also hier rechts, links war nichts, also kann ja nur noch der hier sein zum Beispiel. Ich habe Angst. Kippe, ich gebe dir mal einfach einen Honig. Okay. Dann bin ich gleich vier. Ja, du weißt doch schon, dass der Boss da oben, ne? Auch ganz schön braucht. Ja, wir können hier wieder Honig auspacken. Aus dem Rucksack. Weiß Bescheid. Schätze mal. Schätzelein. Wow, ich verrecke. Warte, 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 Mary. Halte durch. Hallo. Oh nee. Mary, mach's gut. Ich werde sterben. Tschüss. Wow, 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 Kibbel, wow. Heil dich erstmal selber. Gib dir selbst einen Honig, gib dir einen Honig. Gib dir einen Honig. Nein, 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 ich liege noch nicht auf dem Boden, das funktioniert noch nicht. Gib dir erst einen Honig. So viel zum Thema. Wir heilen. Ich muss ja erst deine Steuerung übernehmen. Oh, was möchtest du denn gerne haben? Ich finde die Symbole immer noch scheiße. Ich finde die cool. Ich warte jetzt ganz dringend auf den neuen Patch und dann hau ich die wieder raus. So, aber es muss ja immer so zwei Meinungen geben, von der Seite her. Muss es gar nicht. Wir sind ja nicht in der Politik. Was hab ich denn da rein? Intelligenz? Nee. Ich muss auch mal stärker werden, mal langsam. Ja, ich bin voll schwach. So, Kibbel, jetzt. Wow. Ja, ich hab ja schon. Na, Quark. Machst du? Blödsinn macht er, wie immer. Ja, willst du erst? Mary, gut. Scheißegal. Scheißegal, irgendwann. So, los. Ach, ich bin nicht ich. Ich bin auch nicht ich. Du.
Wer läuft denn da rum als ich? Keiner. Ich bin jetzt ich. Guck mal, ich hab den Vampir voll platt gemacht. Ich bin auch ich. Mary ist raus, oh nein! Oh, das kotzt mich schon wieder voll an, ey. Das macht nichts, weil wir eh eine Pause gleich haben. Das stimmt. Also hier ging's runter, hey, stopp, hier ging's runter. Naja, da kamen wir auch raus. Da kamen wir auch. Ach so, dann geht's hier hoch. Ja. Ja, aber wenn Mary nicht dabei ist, ist das auch tot. Ja, ich weiß. Drück mal Pause, oder? Du hast doch letztens mal so einen Trick gemacht. Ja. Trick? Warte mal, Mary. Drück mal Start. Ja. Was passiert? Nix. Ich kann auch deine Steuerung nicht übernehmen. Nicht? Tja. Dann geh ich mal raus. So. Jetzt bin ich Killy, Billy. Jetzt bin Mary, ich Pickhunter. Kann's nie sein. Jetzt bin ich Kill Bill. Ich bin noch nicht Player 1, stelle ich gerade fest. Mary. Ich bin jetzt Pick. Wer ist jetzt Mary? Ich weiß es nicht, ich bin du. Ey, komm. Wer ist hier Spieler 1 von uns? Ich weiß es nicht. Wo bist du hin, Kilby? Ja, ich bin rüber. Komm, lass mal, da drüben ist der Sprung. Geht nicht. Mary ist Player 1. Also Marys Charakter ist Player 1. Komm wieder zurück. Warte, ja, dann krieg ich nochmal Start. Da siehst du. Geh mal in die Tür hier rein, wer auch immer da reingehen kann. Ja, ich geh mal durch. Das ist jetzt echt krass. Scheiß die Wand an. So, jetzt bleib hier bitte stehen und renn nicht wieder raus. Wer ist jetzt... Wer ist denn das? Wer hat jetzt nach rechts gelaufen? Ja, irgendjemand ist gerade gelaufen. Geh du mal nach rechts, Picana, los jetzt, rüber. Ich geh nach rechts, so. Ja, sie kommt nach, wetten? Nein, komm, nein. Lauf doch mal rein. Nein. Probier's doch jetzt mal aus. Jetzt ist doch Mary schon wieder gelaufen. Ja, die läuft dir hinterher, du Held. Nein, die läuft mir überhaupt nicht hinterher. Oh, komm jetzt hier hinter, dann siehst du das. Komm hier. Oh, wir sind da. Nein, ich geh nicht weiter. Kannst du vergessen. Mary, jetzt beweg noch mal dein Kontrolldings. Weil du jetzt wieder zurücklaufen musst. Ich kann nichts machen. Sie kann's nicht. Ja, aber wer hat denn jetzt dann Mary gesteuert? Die läuft nicht hinterher. Die ist erster Player, die läuft nicht von alleine. Die ist automatisch gelaufen. Quatsch, keinen Scheiß. Die ist hinterher gelaufen. Jetzt läuft sie hinterher, siehst du? Und lass jetzt hier hochgehen. Irgendwo müssen hier, glaube ich, ein Speicherpunkt jetzt kommen. Vielleicht Start drin. Nee, hier müsste der Speicherpunkt sein. Oh, geile Scheiße. Und dann machen wir auch eine Aufnahmepause. Und probieren uns wieder. Muss mir erstmal wieder beruhigen, ja. So, okay, speichern. Voll aufgebracht hier. Mary, hast du jetzt auch gespeichert? 18.19.07? Ja. Geil. Ja. Alles dabei, alles fresh. Alles klar. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn die Mary wieder mit dem Start ist. Macht's gut, bis dahin und Schausen. 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 Biatch. Ja.